Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar spielen wir heute wieder Bed Wars auf der Map Old World. Und ja, ich entschuldige mich mal kurz, dass am Wochenende jetzt da gerade keine Videos kamen. Das hat damit zu tun, hat diesmal wirklich einen Grund. Ich hatte nämlich einiges für die Schule zu tun, musste eine Präsentation machen und hatte Besuch. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich die ganze Zeit was für die Schule gemacht oder eben mit dem Besuch zu tun von relativ jungen Verwandten. Und deswegen konnte ich halt keine Videos auch noch machen. Aber jetzt geht's weiter und ja. Ich glaube, ich habe... Entweder habe ich die Minecraft-Sounds extrem laut. Nee. Ich glaube, die Musik konnte ich etwas lauter machen. So. Ja, lassen wir die anderen erst einmal machen. Und gehen jetzt erst drauf. Mit in der Runde sind gerade übrigens Olympic Stark und Dix the Crewmy. Entschuldigt mich, falls ich die Namen falsch ausgesprochen habe. GLP ungefasst bester Skin. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, dann baue ich das Bett erst einmal provisorisch an. Besser als gar nichts. Dann baue ich mich mal zum Eisen rüber. In letzter Zeit auf Old World baue ich mich öfter so seitlich, also so schräg zum Eisen rüber, anstatt so auf dem Mittelweg. Warum weiß ich nicht, das ist einfach praktisch, wenn man belagert wird, dann muss man nicht immer zuerst in die Mitte, also Richtung Mitte, um dann dort Eisen zu holen oder so. Keine Ahnung, ich finde das so einfach irgendwie praktischer. So. Ich glaube zwar, wir haben eigentlich eh schon genug Blöcke, ich hoffe einfach mal, dass der, wer auch immer da gerade beim Eisen war, jetzt ein bisschen was zurückbringt. So, bauen wir das Bett einmal ein. Oh, danke. Ich möchte aber leider kein Brustpanzer. Ich möchte eigentlich eher eine Kiste. Ist sogar der zweite. Es wäre aber sinnvoller gewesen, das zweite Schwert zu kaufen, anstatt den zweiten Brustpanzer. Das bringt nämlich mehr. Wow, alter Leute, passt doch auf. Jetzt hat's mich richtig gegriffen. Ich brauche ein bisschen Bronze. Für ein paar Blöcke, beziehungsweise, ja, ein paar Blöcke machen wir mal. Machen wir die Hälfte. Und die andere Hälfte wird zu Spitzhacken. Und ich Idiot habe da die zwei Kisten hingepackt, aber ich glaube, hier liegt sogar noch. Wer hat da ein Eisen hingeworfen? So, dann gehe ich jetzt auch mal in die Mitte. Und ich gehe gleich mal. Zu gelb gehe ich ja mal. Der eine hat zwar einen Bogen, aber das interessiert mich nicht. Ey. Nein, doch. Es interessiert mich doch, denn ich bin gestorben. Wir müssten uns mal hochbauen zu grün oder so. Oder blau. Au. Ey, grün, was machst du? Nicht zu uns kommen. Das ist gemein. So, gehen wir hier auch mal ein paar Blöcke hin.
Danke, aber ich brauche keinen. Keinen. Na, wie heißt's? Jetzt geht Blau und Grün zu uns. Ich brauche keine. Kein Gold. Bogen. So. Komm, Kombo, Kombo. Ah, nee. Ich bin auch echt schlecht geworden in PvP. Ich habe in der letzten Zeit wirklich kaum bis gar nicht eigentlich PvP gespielt. Ja, weil ich eben mit der Schule und so zu tun hatte. Nein, Grün. Ja, Grün wurde runtergeschossen. Oh. Ja, ein Versuch war's wert. Eigentlich nicht wirklich, weil es eh klar war, dass sie mich da runter kicken, aber egal. Man könnte ja eigentlich auch versuchen, über das Eisen zu grün zu gehen. Ah, Mr. Moor, Mr. Moor, was tust du denn? Ja, und dann Bowspammen. So. Ein Grüner kommt. Kein Problem. Ich glaube, ich versuche einfach mal gleich zu Blau zu gehen. Die gehen mir auf die Nerven. Ich lebe noch. Ah, ich lebe nicht mehr. Okay, noch lebe ich, aber bald nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Bogen, das ist gut. Ich habe auch 7 Blöcke, das ist auch nicht schlecht. Okay, wenn ich Glück habe, komme ich zu Blau durch. Bitte, 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 bitte. Nein, warum habt ihr mich bemerkt? Nein, ich war direkt vorm Bett. Es war so knapp. So, wenn ich jetzt allerdings Glück habe, komme ich zu Blau durch. Du bemerkst mich nämlich nicht. Ja, der andere bleibt im Shop. Und ich komme ganz gemütlich zu eurem Bett. Ja! Hey, warum hat der Glas genommen? Runter, 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 critical. Ja! Hat er ein Schwert? Ich glaube, der hat kein Schwert. Ja, nein, der hat eine Spitzhacke. Oh mein Gott. War ganz schön knapp, aber ich habe Blau vernichtet. Mit 2 Herzen habe ich überlebt. So, jetzt gehe ich mit 2 Herzen zu Team Gelb. 1,5 Herzen. Und ich werde ganz bestimmt nicht sterben. Zu spät. What the? Alter, was geht hier gerade ab? Belagerung der Grünen oder was? Waren auf einmal. Okay, es waren nur 2 Grüne, aber trotzdem. Es kam überraschend. So, ich kaufe mal ein paar neue Spitzhacken dann. Ach. Wir haben kaum Bronze. Also Bronze. Bronze. Oh nein! Ein Sturmwaffel Paluten. Haben wir die ganze Zeit Mix-Skins in der Runde. Ah, wir haben auch einen Weg von Eisen zu Grün. Das wollte ich ja eigentlich gerade bauen, aber. Wow, 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 wow. Aua. Okay, die belagern uns da die ganze Zeit. Dann hätte ich eigentlich vielleicht sogar. Oh oh. Eine Chance von der Mitte zu denen zu kommen. Das ist gerade eine richtig gute Idee. Ich gönne mir mal ein bisschen. Blöcke. Ein paar Blöcke. Und baue mir von der Mitte mal endlich einen Weg zu. Verdammt nochmal, Team Grün. Also so eine Treppe halt. Aua. Aber der Weg ist schon mal so halb da. Aber jetzt sind sie dort in der Mitte. Ich gehe mal jetzt auf der Seite hier.
zu dem Team, das sich grün nennt. Oh? Nein, nein, nein. Kommt, 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 Leute, kommt. Leute, Hilfe. Ja? Nein, 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 nein. Nein, er hat mich mit der Faust gekillt. Ich war schon direkt am Bett. Naja, egal. Unser Team hat trotzdem das Bett gekriegt. Aber es hätte... Oh nein. Es war so klar. Oh nein, 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 Mr. Moore, Mr. Moore. Ah, oh, schade, 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 schade. Ach Mist, das hätte echt schön werden können, die Runde. Welches Team waren wir überhaupt? Wir waren, glaube ich, rot. Ja, Team Grün wurde zuerst vernichtet. X-De Krummi lebt noch. Also Krummi. Go Krummi, go Krummi. Oh, er rennt einfach runter. Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen. Egal, ich würde sagen, gehen wir einfach in gleich die nächste Runde. Gleich nachher. 11 Minuten ist das Video bis jetzt da. Versuchen wir noch eine Rush-Runde hinzukriegen. So. Dann nehmen wir auf keinen Fall Candy. Mal schauen, wo eine Map frei wird. Bergwerk? Zu spät? Cube Work, das ist eh cool. Da es hätten sogar 5 Platz im Team. Und die Runden gehen da auch eigentlich relativ schnell. Das ist auch recht cool da. Und ja. Wir warten hier noch kurz die 33 Sekunden. Und ich bin gekickt worden. Wild West, oh, Bergwerk. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Runde ziemlich lang wird, wenn wir jetzt hier noch eine Bergwerkrunde hinten ranhängen. Und Olympics ist auch gerade gekillt worden, gekickt worden. Ich weiß nicht, soll ich jetzt da noch, machen wir noch eine Old World Runde. Die gehen eh immer relativ schnell. Und, ja. Ansonsten ist die Runde halt etwas länger. Ist ja auch nicht so schlimm. Also, die Folge meine ich. Und ja. Was sind meine Stats? Habe ich auch schon lange nicht mehr angeschaut. 37, achso. 295 Tode und 1362 Kills. Gibt's da irgendwie auch eine KD? Ja, 4. 4er KD. Ja, ist auf jeden Fall cool. Die Donald Ducks sind die Platz 8 und Platz 9. Eine 16er KD ist auch hart. Der equippt sich halt wahrscheinlich die meiste Zeit. Naja. Dann geht die Runde jetzt auch schon los. Jetzt sind wir Team Blau und haben noch Fame Lord HD in unserem Team. Diesmal hole ich mir gleich das Bronze. Und ich glaube, ich gehe auch gleich mal in die Mitte, bevor ich zum Eisen gehe. Einfach nur, um halt Rushen zu versuchen. So, dann gehen wir auch gleich in die Mitte. Und ich baue mich in die Mitte. Und ich schaue irgendwie gerade auf der Tonspur richtig leise aus. So. Ich gehe gleich mal zu Team Gelb. Der boostet mich nur. Und das Bett ist weg. Sie killen mich jetzt zwar, aber ihr Bett ist schon mal weg. Das ist auf jeden Fall sehr nice.
Dann gehe ich auch gleich mal zum nächsten Team. Einfach ohne eine Spitzhacke, ohne irgendwas. Es kann ja sein, dass die es noch gar nicht eingebaut haben. Das wäre auch mega nice, wenn ich jetzt einfach sofort das nächste Bett kriegen würde. Wie geil! Alter, das ist ja mega Rush-Runde. Komm, runter! Geht, runter mit dir! Nein, warum hat er nicht Spitzhacke? Runter! Nein! Oh, ich werde zu Tode verprügelt. So, jetzt müssen wir nur noch zu Team Grün. Team Gelb dominiert gerade. Oh nein, die haben einen Bogen. Oh geil, wie ich den Gelben weggeboxt habe. Da wollte ich gerade das ganze Eisen zu Gold zurückholen, aber da habe ich ihn einfach auf dem Weg runtergeboxt. Das war ein richtig nicer Move. Nicer. Oh, und jetzt da springe ich einfach runter, ist auch auf jeden Fall. Also warum nicht, meine ich. Wir müssten echt einmal das Bett besser einbauen und uns Spitzhacken machen. So, ich baue mal das Bett ein ganz klein wenig besser an. Aber wirklich ein ganz klein wenig, leider nur. Ich baue mich einfach mal weiter zum Eisen. In der Hoffnung, nicht sofort runtergeschossen zu werden. Yep. Zwei Eisen reicht ja eigentlich. Und dann wieder auf, zurück zur Base, um uns dann die Kiste zu bauen. Nein, nein, gelb, 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 nein, 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 gelb, gelb, nein, nein, nein. Da war das der mit dem Bogen? Wäre auf jeden Fall nice, wenn die keinen Bogen mehr haben. Und ja, doch, der hat noch einen Bogen. Schade. Ich mag auch gelb einmal vernichten. Warte mal, habe ich die nicht davor runtergeschubst gehabt, wo sie kein Bett mehr hatten? Ich habe gerade gar nichts eigentlich. Ich versuche einfach trotzdem mal hier zu grün durchzugehen. Ich habe ein Herz, aber was? Vielleicht ist mir das Glück ja hold in dieser Runde. Bis jetzt war es auf jeden Fall mega krass, wie ich abgeräumt habe. Und einfach schon wieder. Alter, das ist ja die Mega Rush-Runde. Bitte box mich nicht, kein Widerstand. Ich habe nämlich nur ein Herz. Alter, Mega-Kombo. Ich pack die Mega-Kombo aus. Ah, doch nicht. Also schon, aber nicht so mega, dass er gestorben ist. Hätte aber was werden können. Komm, wir müssen den jetzt fertig machen. Los, einfach rüber zu ihm und kabababababa. Wo ist er? Ist er? Hä? Ach nee, er ist eh wahrscheinlich in seiner Base und sneakt da irgendwie. Ja, er hat sich da eingebaut. Er baut sich da einfach ein. Oh, wie süß ist das? Oh, GG. Nice. Neuer Rekord, 4 Minuten 57 Sekunden. Das fand ich mega cool. Die Aufnahme war gerade richtig perfekt, dass ich die noch rangehängt habe. Also, dass ich das jetzt noch aufgenommen habe. Einfach sofort alle Betten abgebaut. Wie nice war die Runde, bitte? Mega geil. Ja, auf jeden Fall freut mich das jetzt gerade richtig. Ich muss das jetzt noch schnell schneiden und hochladen. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung, dass am Wochenende keine Videos kamen. Wie gesagt, hat er mit Schule zu tun. Aber jetzt kommen wieder welche. Schreibt was in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und gebt auch eine positive Bewertung ab, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.